Gut, also Thema Public Key Algorithmen. Momentan gehen wir noch nicht auf die Mathematik ein, die darunter liegt, sondern nur auf das Prinzip. Und weil, ja, das sind im Prinzip zwei Schritte. Wir machen jetzt den Schritt, das Prinzip zu verstehen, und später schauen wir nochmal auf die Algorithmen, weil das alles auf einmal wäre vielleicht doch zu viel. Also nochmal das Prinzip. Erst einmal ist es so, jeder der Kommunikationspartner hat einen Algorithmus zum Verschlüsseln. So, jetzt bitte ruhig, wenn Sie schon zu spät kommen, dann bitte ganz ruhig reingehen. Also, jeder Partner hat zwei Algorithmen, einen zum Verschlüsseln und einen zum Entschlüsseln. Das ist nur nichts weiter Neues. Ja? Aber jetzt werden die Algorithmen mit verschiedenen Schlüsseln angewendet. Einen zum Verschlüsseln und einen zum Entschlüsseln. Okay? Und hier tun wir jetzt verschlüsseln. Die Alice möchte dem Bob eine sichere Botschaft schicken und jetzt kommen nur die beiden Schlüssel vom Bob zum Einsatz. Das Schlüsselpaar von der Alice kommt überhaupt nicht zum Einsatz. Das heißt, die Alice verwendet den PB, Public Key von Bob, für die Encryption, zum Verschlüsseln. Ja? Und hier haben wir jetzt den verschlüsselten Klartext. M steht ja für Message, also dieser Klartext M wird verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob. Und das ist ja jetzt genau der Trick. Ja? Mit dem öffentlichen Schlüssel. Das heißt, jeder, der dem Bob eine geheime Nachricht schicken will, kann das auch tun. Und das ist natürlich eine coole Sache. Und das ist genau, wie soll ich sagen, das ist der Turbo fürs Internet. Ja? Wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir das Thema Datensicherheit im Internetzeitalter abschreiben. Das wäre wahnsinnig aufwendig und bürokratisch alles. Nur so, durch Public-Key-Verschlüsselung, haben wir überhaupt eine Chance, mit wenig Stress und Aufwand sichere Verbindungen im Internet aufzubauen. Ja, warum? Warum? Ja, weil wir hier öffentliche Schlüssel haben. Das heißt, wenn ich jetzt will, dass irgendjemand mir was Verschlüsseltes zuschickt, dann verteile ich meinen öffentlichen Schlüssel in der ganzen Welt, ganz easy und bequem. Ich stelle den auf irgendeinen Key-Server drauf oder ich schicke ihn per E-Mail an alle meine Freunde und die können mir dann verschlüsselte Nachrichten schicken. Und ich kann die dann, ich und nur ich, kann die dann auspacken mit meinem geheimen Schlüssel. Ich meine, daran merken Sie, das ist natürlich der absolut kritische Punkt an dem Ganzen. Dieser geheime Schlüssel, wenn den halt irgendjemand in die Finger kriegt, dann kann der natürlich alles lesen, was an mich geheim geschickt wird. Ja? Also der muss einfach geheim bleiben. Ja. So, jetzt vielleicht nochmal zu diesem Turbo des Internet, Public Key Kryptographie. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten das nicht. Dann würden wir symmetrisch verschlüsseln. Das heißt, wenn jetzt Alice und Bob geheim kommunizieren wollen, und die beiden wollen, dass niemand anders diese Nachrichten lesen kann, die jetzt die Alice an den Bob schickt, dann müssen die sich auf einen Schlüssel einigen. Das ist noch nicht weiter tragisch. Die Alice erzeugt auf ihrem Rechner einen zufälligen Schlüssel, aber jetzt wird es kritisch. Wie kommt der Bob an den Schlüssel dran? Ja, das ist jetzt meine Frage an Sie. Bitte? Einfach mitschicken. Das ist einfach, aber nicht sicher. Warum? Natürlich, ist eine nette Idee. Ich schicke dem Bob die Mail, die verschlüsselte, und in die verschlüsselte Mail tue ich den Schlüssel auch gleich noch rein. Ja, wenn man die Nachricht abhängt, hat er dann gleich alle Weltzeuge. Eben. Das ist dann doch keine Verschlüsselung mehr, weil sobald einer die Nachricht abfängt, dann nimmt er den Schlüssel und entschlüsselt es. Nur der Bob hat doch den Schlüssel zum Lesen. Halt, ich glaube, Sie haben gerade was verpasst. Ich habe gesagt, wenn wir
kein Public-Key-Verfahren hätten und nur symmetrisch verschlüsseln würden, dann müssten die zwei sich auf einen symmetrischen Schlüssel einigen und den einfach mitzuschicken, ist natürlich keine gute Idee. Okay? Müssen Sie sich eigentlich treffen oder irgendeinen Zwischenhändler haben, der Schlüssel austauscht? Ja, ein Zwischenhändler. Nö, das ist eine gute Idee. Übrigens, die Zwischenhändler, die gibt's und die heißen Trust Center, die Zwischenhändler. Genau. Aber, ich meine, der Zwischenhändler allein löst das Problem noch nicht. Auch wenn der Trust Center heißt, löst er kein Problem. Weil, schauen Sie, hier steht unsicherer Kanal. Wenn ich mit dem Zwischenhändler über einen unsicheren Kanal kommuniziere, dann kann jeder diesen Schlüssel, der da übertragen wird, mitlesen. Und wir wollen ja hochsichere Kommunikation haben. Also sprich, mit den symmetrischen Verfahren gibt es nur eine Lösung, die wirklich sicher ist, nämlich wir brauchen einen sicheren Kanal. Also um den Schlüssel zu übertragen, brauchen wir einen sicheren Kanal. So, ja, und jetzt meine Frage an Sie. Wo ist der sichere Kanal? Machen Sie mal Vorschläge. Das wäre gut. Also wir lassen das Bauunternehmen kommen, einen Kanal graben und verlegen, ein Kabel, das mit irgendwie Edelstahl ummantelt ist, wo keiner ran kann, niemand abhören kann und so weiter. Und das so gebaut ist, dass man das merkt, wenn einer da jetzt ein Loch reinbohrt und das anzapft oder so. Also das ist auch nicht so ganz trivial, einen sicheren Kanal bauen. Das ist vor allem richtig teuer. Okay, also Sie bauen einen sicheren Kanal, weil Sie haben viel Geld. Aber wenn Sie den sicheren Kanal gebaut haben, dann brauchen Sie gar nicht mehr verschlüsseln. Weil dann haben Sie ja den sicheren Kanal. Also dann können wir die ganze Vorlesung bleiben lassen. Also die Vorlesung ist eigentlich für die Leute, die nicht so viel Geld haben, sich einen eigenen sicheren Kanal zu bauen. Ja? Okay, und jetzt sind wir wieder im Dilemma. Wenn wir keinen sicheren Kanal haben, ich meine, es gibt noch so ein Zwischending. Wir bauen uns temporär, kurzzeitig einen sicheren Kanal. Ja? Also wir lassen hier den ganzen Boden aufreißen, wir verlegen eine ganz tolle Leitung und hinterher lassen wir nochmal aufreißen und die Leitung wieder rausnehmen. Nee, so natürlich nicht. Ja? Sondern es gab es übrigens, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber es geht das Gerücht um, dass während den Zeiten des Kalten Krieges, da gab es ja diesen heißen Draht zwischen Moskau und Washington, ja? Wo dann wirklich, wenn es irgendwie kritisch war, die Präsidenten direkt sofort miteinander telefonieren konnten. Und das Telefon war natürlich sicher verschlüsselt. Ja? Und zwar mit einem symmetrischen Verfahren. Und also da geht, wie gesagt, das Gerücht um, dass ab und zu treffen sich die Präsidenten ja persönlich. Und da ist dann halt einer mit einem kleinen Köfferchen gekommen, mit Magnetband drin. Und auf diesem Magnetband war der sichere Schlüssel gespeichert. Ja? Und also sagen wir mal, wenn diese beiden Präsidenten sich gegenseitig vertrauen, dann kann man ja vertrauen, dass der andere Präsident mir wirklich den sicheren Schlüssel zu seinem Telefon mitbringt und das ist der sichere Kanal. Oder anders gesagt, wenn die Alice den Bob mal persönlich besucht, dann kann sie ja auf ihrem USB-Stick oder CD, was auch immer, diesen sicheren Schlüssel mitbringen. Okay? Also man muss sich einmal persönlich treffen und das ist der sichere Kanal. Aber schauen Sie, das macht natürlich unser Internet schon ziemlich umständlich. Also Sie wollen jetzt mal schnell online shoppen gehen, suchen irgendein Produkt, finden den Anbieter. Okay, bevor Sie dann wirklich die Zahlung abwickeln, fahren Sie mal kurz hin zu dem Anbieter nach London und bringen Ihren symmetrischen Schlüssel dorthin. Und wenn Sie wieder daheim sind, dann können Sie online shoppen gehen. Also Sie sehen, das Internet geht kaputt dadurch. Ja? Also wenn wir Public Key nicht hätten, wäre das richtig ätzend. Also das ist eigentlich, muss man sagen, ein Glücksfall. Es ist ein Glücksfall, dass in den Ende der 1970er Jahre wurde das erst erfunden, diese Public Key-Kryptographie. Vorher gab es sowas nicht, keine Chance. Niemand konnte
mit öffentlichen Schlüsseln kommunizieren. Ich meine, vielleicht ist es nicht so ein ganz reiner Zufall, weil das ist genau die Zeit, wo das Internet, ich glaube 1969 waren so die ersten Vernetzungen, da ist das Internet erfunden worden und die Leute, die dann auf dem Internet drauf waren, wollten natürlich auch sicher kommunizieren und so weiter. Das heißt, da kamen ein paar tolle Entwicklungen zusammen. Okay, zu der Folie noch Frage. Also das ist absolut fundamental und wichtig. Ich meine, das muss Ihnen wirklich in Fleisch und Blut übergehen, das dürfen Sie nie mehr vergessen. Ja? Aber es ist ja auch nicht so schwierig, es ist simpel. Ja? Aber vielleicht spielen Sie das einfach einmal nochmal durch und überlegen, warum nimmt der jetzt den öffentlichen Schlüssel zum Verschlüsseln? Wie wäre denn das, wenn die Alice den geheimen Schlüssel vom Bob nehmen würde oder ihren eigenen geheimen Schlüssel, was weiß ich. Ja? Überlegen Sie mal diese verschiedenen Szenarios und Sie werden merken, das ist das einzig Sinnvolle zum Verschlüsseln. Ja? Übrigens, wir schauen uns jetzt noch genau das andere Szenario an. Nämlich die Alice nimmt jetzt tatsächlich ihren geheimen Schlüssel zum Verschlüsseln und überträgt dann diese verschlüsselte Nachricht an den Bob. Und das macht sehr wohl Sinn. Aber nicht zum Verschlüsseln, sondern zum digitalen Signieren. Und das ist natürlich das nächste Coole. Mit genau dem gleichen Algorithmus und genau diesem Schlüsselpaar, öffentlicher geheimer Schlüssel, können wir auch ganz easy eine digitale Signatur mit sehr hoher Sicherheit realisieren. Und zwar, was passiert? Schauen Sie hier SA, geheimer Schlüssel von der Alice. Und geheimer Schlüssel heißt, die muss den bei sich sicher verwahren. Das heißt, dieser geheime Schlüssel ist ganz eng verknüpft mit dem Besitzer und sollte den Besitzer nie verlassen. Letztlich steckt in dem geheimen Schlüssel ein Stück Identität des Benutzers drin, weil da geht es ja um Nachrichten, die nur bei dem Benutzer ankommen sollen. So, und jetzt reden wir mal über die Signatur. Eine Unterschrift, egal ob digital oder von Hand, ist letztlich ein Identitätsbeweis der Person, die da unterschreibt. Ah, ist ja klar. Deswegen brauchen wir ja Unterschriften, um sicherzustellen, jawohl, die Person will den Vertrag haben oder was weiß ich. Ja? Okay, und genau das machen wir. Wir nehmen die Identität der Alice, nämlich diesen geheimen Schlüssel, und nehmen wir jetzt M, steht jetzt für Mietvertrag. Ja? Die Alice will ihre Studentenbude mieten und einen Mietvertrag mit dem Vermieter abschließen. So, jetzt wie so also ein Mietvertrag, das ist ja so ein Dokument. Hier so ein DIN A4 Blatt mit viel Text drauf und unten zwei Unterschriften. Eine vom Mieter und eine vom Vermieter. So, und diese beiden Unterschriften, das ist letztlich die Willenserklärung des Vermieters, ich will diese Wohnung vermieten, und des Mieters, ich will diese Wohnung mieten, und der Mieter erklärt sich natürlich auch bereit, jeden Monat die Miete zu bezahlen und so weiter und so weiter. So, das hier ist unser M, der Mietvertrag. Und hier kommen die Signaturen dran. Auf dem klassischen Mietvertrag, also klassisch auf Papier, ist die Verbindung zwischen Unterschrift und Dokument eine physikalische Verbindung. Ja? Das ist wichtig. Also es ist gar nicht so gut, wenn die Unterschrift auf einem extra Blatt ist, auf dem nur die Unterschrift und sonst gar nichts draufsteht. Ja? Oft ist es ja so, wenn solche Verträge mehr als zwei Seiten haben, dann werden die Blätter verknüpft mit so einer Art Siegel. Ja? Alle möglichen Varianten, man drückt eine Niete rein und so weiter, ist natürlich alles nicht perfekt sicher, aber das ist so, um ein bisschen Pseudosicherheit zu kriegen, werden die Blätter dann noch miteinander verknüpft. Ja? So, jetzt wir sind hier drüben in der digitalen Welt. Ja?
Und jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, wir Informatiker wissen das natürlich ganz genau. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, für einen Moment, das wäre eine Datei. Das ist eine ASCII-Datei und in dieser Datei steht der Text einfach als Klartext drin. Ja? Und hier kommen zwei Unterschriften. Ich meine, es ist eine billige Kleinigkeit für jeden Informatiker, diese Bits hier rauszulöschen, andere Bits reinzutun. Das heißt, diese physikalische Verknüpfung, die man auf dem Papier hat, ist nicht mehr da in der Informatik. Das heißt, jetzt eine Verknüpfung in einer Datei, die hat quasi so gut wie nichts zu sagen, ja, weil sich alles beliebig rein und raus kopieren lässt. Und deswegen brauchen wir oder haben wir hier dann bei der digitalen Signatur eine logische Verknüpfung zwischen Dokument und Signatur. Und die haben wir jetzt hier, schauen Sie. Das ist unser Mietvertrag hier. Der bleibt im Klartext, da wird nichts verschlüsselt. Ist ja klar, ich meine, ich will den ja gar nicht verschlüsseln, den Mietvertrag. Der steht da in voller Länge im Klartext und jetzt wird einfach hinten dran gehängt. Einfach ASCII-Code hinten dran. Kommt, das hier ist die digitale Signatur. Das heißt, das ist der verschlüsselte Mietvertrag nochmal. Also dieser Mietvertrag wird verschlüsselt mit dem geheimen Schlüssel der Alice und einfach nochmal hinten dran gehängt. Das Dokument wird jetzt doppelt so lang. Für den Moment akzeptieren wir das einfach mal. Und jetzt haben wir hier eine logische Verknüpfung. Diese beiden, der Klartext und das hier, die sind logisch verknüpft. Und zwar verknüpft über den geheimen Schlüssel von der Alice. Ja? Warum sind die logisch verknüpft? Sieht es jemand schon, dass da jetzt so eine logische Verknüpfung da ist? Gehen wir nochmal auf unseren Papiermietvertrag. Warum soll die Unterschrift auf dem gleichen Blatt sein? Naja, um sicherzustellen, dass wenn die auf dem Extrablatt ist, dann kann ich ja den Mietvertrag beliebig auswechseln, wie es mir passt und sagen, nö, ich muss bloß 100 und keine 300 Euro Miete zahlen oder was weiß ich. Ja? Also damit man hier das nicht einfach austauschen kann. Und das haben wir da drüben natürlich auch. Ich meine, übrigens, klar kann ich den Mietvertrag hier austauschen, kein Problem. Den kann ich jederzeit ersetzen durch einen anderen, sogar noch viel leichter als da. Aber was passiert, wenn ich den hier austausche? Der Verschlüssel passt jetzt nicht mehr zum Unverschlüsselten. Genau, so ist es. Dann steht hier M' und ich habe M verschlüsselt. Das heißt, wenn ich das jetzt entschlüssele mit dem öffentlichen Schlüssel von der Alice, dann sehe ich, hoppla, das M, was hier rauskommt, ist ein anderes als das, was da ist. Das heißt, die Unterschrift ist nicht mehr gültig. Und das ist tatsächlich so. Sobald hier bei dem M ein Bit abgeändert wird, ist die Unterschrift nicht mehr gültig. Oder wenn hier bei der Unterschrift ein Bit geändert wird, ist sie auch nicht mehr gültig. Sie sehen, hier haben wir jetzt was richtig Cooles. Ein Bit Änderung am Klartext oder an der Unterschrift macht die Unterschrift ungültig. Und das ist natürlich, also wenn die Mathematik dahinter sicher ist, ist das viel sicherer als sowas. Ich meine, da kann man sich unendlich viele Möglichkeiten des Betrugs vorstellen, die alle ziemlich einfach sind. Angefangen vom Unterschriftenfälschen bis hin zum Ergänzen von Texten und was weiß ich was alles. Ja? Und wenn Sie dann nur daran denken, dass heute rechtsgültig signierte Dokumente per Fax verschickt werden, ja, ich meine, an so einem Fax können Sie ja auch alles rausnehmen und dran kopieren und so weiter. Also, ja. Okay, so jetzt nochmal zu den Basics hier. Alice verschlüsselt mit ihrem geheimen Schlüssel, das heißt mit ihrer Identität und hängt diese Signatur hinten dran. Nur die Alice kann das machen, ganz wichtig. Also wenn die gut auf ihren geheimen Schlüssel aufpasst, dann kann niemand außer ihr in ihrem Namen signieren. Überprüfen hingegen kann die Unterschrift jeder, weil dieser Public Key, der ist ja verbreitet in der ganzen Welt.
Das ist übrigens so, wie wenn Sie mit einem 100-Euro-Schein beim Aldi bezahlen. Die Kassiererin, die hält den dann unter so eine UV-Lampe oder malt da so einen Strich drüber. Das ist eine Überprüfung der Echtheit von dem 100-Euro-Schein. Offenbar kann jede Verkäuferin beim Aldi überprüfen, ob der 100-Euro-Schein echt ist. Aber vermutlich nicht jede Verkäuferin beim Aldi kann einen 100-Euro-Schein nachmachen, also produzieren. Das ist das Gleiche hier. Dieser Prozess hier, der muss beliebig schwierig sein für einen Fälscher, also der muss unmöglich sein für einen Fälscher, aber der Prozess, der inverse Prozess, nämlich diese Unterschrift auspacken und überprüfen, das muss für jedermann ganz einfach und leicht möglich sein. Und da sehen Sie jetzt schon wieder, wieder ist das Thema Einwegfunktion wichtig. Ja? Der eine Weg, nämlich überprüfen, ist ganz leicht. Und die Umkehrfunktion davon, es ist nichts anderes als die Umkehrfunktion, nämlich das Verschlüsseln, das darf nur für den Eigentümer von dem Geheimnis möglich sein und für alle anderen nicht. Ja? Also Thema Einwegfunktion. Erinnern Sie sich noch daran, beim letzten Mal diese Aufgabe, zwei große Zahlen multiplizieren, ist trivial. Wenn ich Ihnen aber das Ergebnis gebe und sage, rechnen Sie mir die ursprünglichen Faktoren aus, dann haben Sie ein Problem damit. Genau sowas steckt hier dahinter. Um es genau zu sagen, es steckt exakt das dahinter. Der RSA-Algorithmus, den wir kennenlernen werden, die Sicherheit von dem Algorithmus basiert genau auf der Aufgabe, eine große Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Ja? Und da das bis heute immer noch ein sehr schwieriges Problem ist, ist das Verfahren sicher. Wenn der Schlüssel so lang ist, dass es keiner auf dieser Welt eine Chance hat, den jemals zu zerlegen. Ja. Also das ist schon, ich meine, man muss sagen, das ist eine geniale Erfindung. Das ist einfach eine geniale Erfindung, diese Mathematik der Public-Key-Verschlüsselung. Und die basiert auch noch auf diesem ganz simplen Problem, eine richtig große Zahl in ihre zwei Primfaktoren zu zerlegen. Das ist alles. Ja? Natürlich ist die Mathematik dahinter und so, die ist richtig nett. Aber das, wie gesagt, lassen Sie mich mir da noch vielleicht 6 Wochen Zeit und dann schauen wir uns auch das an. Okay, noch eine Frage hierzu. Gut, ja, dann machen wir weiter. Ja, jetzt haben wir nochmal ein paar Begriffe, die wir ganz schnell durchgehen. Also jetzt geht es um Kryptanalyse, das heißt das Knacken von Nachrichten, ja, generell. Und das ist jetzt natürlich umso schwieriger, je weniger ich weiß über meinen Kryptoalgorithmus. Ja. Wenn ich gar nichts weiß, naja, gar nichts weiß heißt, ich fange irgendwelche verschlüsselten Nachrichten auf dem unsicheren Kanal ab und will die einfach knacken. Das ist der Ciphertext-Only-Angriff. Also ich habe nur verschlüsselten Text und sonst gar nichts. Ja? Das ist der schwierigste Angriff. Einfacher ist es, wenn ich einen Known-Plaintext-Angriff habe. Das heißt, der Angreifer, der kennt Klartext und Chiffretext. Die Frage ist natürlich, warum muss er dann noch was knacken, wenn er den Klartext schon hat? Naja, weil der möchte ja vielleicht später noch weitere Nachrichten von Ihnen abhören. Und, er will die Dechiffrierfunktion haben, die will er bestimmen. Und wenn ich jetzt ein paar so Daten habe, und ich kann aus diesen paar Daten die Funktion generieren, dann kann ich vielleicht in Zukunft alles entschlüsseln. Ja? Schauen Sie, ich skizziere mal ein Beispiel. Letztlich ist so ein Known-Plaintext-Angriff nichts anderes als eine Funktion zu bestimmen. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt reelle Zahlen verschlüsseln.
Naja, dann sind wir in der Analysis, wenn wir reelle Zahlen verschlüsseln wollen. Dann haben wir einen Klartext M, den tragen wir nach rechts auf. Das ist eine Zahl, die wollen wir verschlüsseln. Und nach oben tragen wir auf die verschlüsselte Botschaft, E von M. Das ist wieder eine reelle Zahl. Jetzt könnte man das ganz einfach machen und sagen, wir nehmen hier die winkelhalbierende. Das wäre nicht gut. Warum? Dann wäre es keine Verschlüsselung. Der Klartext würde überhaupt nicht verändert werden. Wenn wir jetzt eine Gerade nehmen, irgendwie sowas, dann heißt das, wir addieren bloß was drauf. Ist auch nicht so gut, oder? Also wir nehmen irgendwie komplizierte Funktionen. Oh, was weiß ich, vielleicht 1 durch x den Kehrwert. Ist natürlich auch nicht so easy. Also Sie lassen sich irgendwas Cooles, ganz Kompliziertes einfallen. Ja? Irgendeine Funktion, die dann vielleicht auch ein bisschen kompliziert aussieht, sowas. Ja? Okay. Ach so, nee, das ist nicht so gut. Oh, das gefällt mir gar nicht, was wir da gemalt haben. Warum ist das nicht so gut? Das wischen wir gleich wieder weg. Ja, sehr gut. Ist nicht umkehrbar, das heißt, wir können unsere Nachrichten gar nicht mehr auspacken. Warum? Weil die Funktion nicht injektiv ist. Ja? Wenn ich das hier als Chiffretext kriege, dann kann es der und der Klartext gewesen sein. Also das ist nicht gut. Also müssen wir eine injektive Funktion zeichnen. Oh, dann wird es ja schon fast wieder langweilig. Eine injektive Funktion, ja. Jetzt nehmen wir halt mal sowas. Ja. Die Funktion ist injektiv. So. Jetzt, wenn ich die Funktion kenne, und vor allem wichtig ist ja für mich, wenn ich es knacken will, wenn ich die Umkehrfunktion kenne. Wenn ich die Umkehrfunktion kenne, dann heißt es, ich nehme einen Funktionswert und bestimme mir daraus den Klartext. Also ich starte hier und gehe so und kenne den Klartext dann. Und zwar für jeden Funktionswert kann ich dann den Klartext bestimmen. So. Und jetzt machen wir einen Known Plaintext Angriff. Known Plaintext Angriff, was heißt denn das? Ich kenne für meinen aktuellen Chiffretext, für den hier, kenne ich auch den Klartext. Das heißt, ich kenne diesen Punkt auch. Und das wiederum bedeutet, ich habe quasi von meiner Funktion einen Datenpunkt. Von der Funktion weiß ich diesen Punkt. Okay? Und jetzt bestimme ich, kann ich vielleicht noch ein paar Nachrichten und deren Klartext abfangen. Das heißt, ich habe vielleicht noch einen zweiten Punkt hier und einen dritten Punkt hier. Und jetzt mache ich ein bisschen Mathe. In der Mathematik gibt es ein Teilgebiet, das heißt Funktionsapproximation. Und da macht man Folgendes, gegeben ein paar Datenpunkte von einer Funktion, ich lege da eine Kurve durch und schon habe ich alles. Wenn meine Funktionen sehr gutartig sind, dann geht es auch sehr gut. Ja? Und daran sehen Sie auch schon, so die klassische Analysis ist nicht unser Gebiet. Ja? Weil da ist alles so n-fach stetig differenzierbar, sehr glatte Funktionen will man da haben. Wir wollen das Gegenteil haben. Wir wollen extrem unstetige Funktionen haben, bei denen sowas nicht funktioniert. Schauen Sie, wenn jetzt die Funktion, diese injektive Funktion, vielleicht hier ganz viele so leichte Knicke irgendwie drin hat, dann wird das hier nicht funktionieren.
Weil die Informationen über wo welche Knicke liegen, die kriege ich natürlich aus den drei Datenpunkten niemals raus. Ja? Das ist der Punkt. Wir wollen extrem unstetige Funktionen in der Kryptographie haben. Okay, also Known Plaintext Angriff. Jedenfalls, es hilft uns natürlich, je mehr wir wissen. Und noch interessanter ist es, wenn ich einen Chosen Plaintext Angriff machen kann. Das heißt, wenn der Angreifer vorgeben kann und sagen kann, hey, diesen Klartext will ich jetzt verschlüsselt haben. Und das hilft oft sehr viel. Damit sind schon ganz viele Passwortmechanismen zum Beispiel geknackt worden. Denn um die Struktur von so einem Verschlüsselungsalgorithmus rauszufinden, möchte ich vielleicht sagen, hey, ich möchte jetzt als Klartext einmal, dass die 0 verschlüsselt wird. Ja? Binär 0 und dann sehe ich nämlich am Output, aha, was kommt denn da für eine Struktur raus? Und dann tue ich mal binär 1 verschlüsseln und so weiter und kann dann Informationen sammeln. Ja? So sind, wie gesagt, schon viele Algorithmen geknackt worden. Also wenn ich als Angreifer den Klartext vorgeben kann, und jetzt gehen wir gerade nochmal zwei Folien zurück. Zu jedem Public-Key-Verfahren ist es natürlich ein leichtes, einen Chosen-Plaintext-Angriff durchzuführen. Ja, warum? Weil die Verschlüsselungsfunktion, die ist ja bekannt. Der öffentliche Schlüssel, den kennt jeder. Also ich kann jeden beliebigen Klartext vorgeben und kriege den verschlüsselt und ich habe dann Klartext-Chiffretext-Paare. Also ich kann beliebig viele Punkte sammeln, wie es mir passt auf dieser Kurve und trotzdem habe ich keine Chance, diese Entschlüsselungsfunktion rauszufinden. Also Public-Key-Systeme, die müssen natürlich gegen so einen Chosen-Plaintext-Angriff absolut sicher sein. Okay, dann Chosen-Ciphertext-Angriff ist genau das Umgekehrte. Ich gebe den Chiffretext vor und kann mir daraus den Klartext berechnen lassen. Irgendwie. Dann ja, die zwei wichtigsten Arten von Angriffe. Angriff mit Gewalt. Das heißt, ich will den geheimen Key von der Alice haben und jetzt bedrohe ich sie einfach. Ja? Oder folter sie so lange, bis sie den Schlüssel rausrückt. Ja? Oder vielleicht ein bisschen humaner, die Leute werden halt bestochen und der Schlüssel wird gekauft. Tatsächlich ist es so, dass die moderne Kryptographie mathematisch so sicher ist, dass das die zwei einfachsten Angriffe sind. Einfachsten und billigsten Angriffe. Ein gutes Beispiel. Der größte Bankraub aller Zeiten ist noch gar nicht so lange her, ich täte sagen vielleicht 3 Jahre oder so, ja? Hat gar nicht so groß Furore gemacht, das war in Großbritannien, ich glaube irgendwo in der Nähe von London, da hat so eine Gruppe von Verbrechern einen Geldspeicher komplett geleert. Es gibt ja diese Geldtransportfirmen, die für die Banken große Bargeldmengen transportieren und diese Firma, die hat irgendwo ein zentrales Hochsicherheitslager. Und das kann man sich schon vorstellen, dass das wirklich, wer weiß wie viel Stacheldrähte und Betonmauern und Kameraüberwachung, alles perfekt, keine Chance, das Ding zu knacken. Was haben die gemacht? Naja, die haben sich halt den Schlüssel erpresst. Die sind hergegangen, haben den Besitzer von dieser Firma überwacht über Monate, dem sein Leben ganz genau gekannt, Familie und alles. Und dann haben sie eine fingierte Polizeikontrolle auf der Straße aufgebaut, als der heimgefahren ist, haben den Herrn sich als Polizisten verkleidet, aus seinem Hochsicherheitsauto rausgeschnappt. Und haben gesagt, übrigens bei dir daheim vor dem Haus, da stehen unsere Kumpels und die werden jetzt deine Familie umbringen, wenn du uns nicht die Kohle rausrückst. Also ist er mit denen zum Hochsicherheitsgebäude hingefahren, hat alles aufgemacht, Kohle raus und das war's. Ja. So funktioniert es. Also da nützt die ganze Sicherheit wie auch immer nichts, wenn ich durch solche Verfahren an den Schlüssel rankomme. Ja. Vielleicht diese, verstehen Sie, ich meine, wenn der weiß, meine Kinder werden jetzt umgebracht, dann wird er schon dafür sorgen, dass die anderen Personen kommen.
Also, okay, gut. Oh, was haben wir denn da? Neuer Cartoon. Ja, erst einmal schauen wir uns diesen Satz an. Bei den Verfahren der starken Kryptographie stellt meist der Mensch als Besitzer des Schlüssels die größte Sicherheitslücke dar. Okay, was haben wir jetzt da? A Crypto Nerd's Imagination. Truck him and hit him with this $5 wrench until he tells us the password. Ja. Okay. So, dann gibt es noch den Brute Force Angriff, ganz wichtig auch, weil viele Verfahren sind so sicher, dass also neben unserem Erpressung und Folter und so weiter nur der Brute Force Angriff möglich ist. Brute Force Angriff heißt, ich probiere einfach alles durch. Ich probiere alle Schlüssel durch. Ja? So lang, bis ich erfolgreich bin und ein lesbarer Klartext erscheint. Und wenn ich jetzt so ein sehr sicheres Verfahren habe, gegen das nur ein Brute Force Angriff möglich ist, dann kann ich den, das Einzige, was ich machen kann, den kann ich nicht verhindern. Aber ich kann ihn extrem unwahrscheinlich machen. Und zwar, indem ich meinen Schlüssel länger mache. Ich mache einfach meinen Schlüssel länger, sodass die Zahl der Kombinationen so groß ist, dass kein Mensch auf diesem Globus in vernünftiger, vertretbarer Zeit alle Kombinationen durchprobieren kann. Okay, damit sind wir bei der Definition von sicher. Ein Algorithmus gilt als sicher, wenn der zum Aufbrechen nötige Geldaufwand den Wert der verschlüsselten Daten übersteigt. Ja, ich meine, es ist klar, für die meisten Angreifer macht es keinen Sinn, wenn ich 1 Million erbeuten will, wenn das dann 10 Millionen kostet. Ja, also sowas machen dann bloß Verrückte. Ja. Oder wenn die zum Knacken erforderliche Zeit größer ist als die Zeit, die die Daten geheim bleiben müssen. Klar, wenn ich 10 Jahre brauche und nach 5 Jahren sind meine geheimen Daten uninteressant, werde ich es auch nicht tun. Wenn das mit einem bestimmten schlüsselchiffrierte Datenvolumen kleiner ist als die zum Knacken erforderliche Datenmenge. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Knackalgorithmus, der braucht 10 Megabyte Daten. Vorher funktioniert er nicht, weil das ist statistisch und dann brauche ich halt viele Daten, damit die Statistik funktioniert. Und ich habe aber bloß 100 Kilobyte. Da brauche ich nicht anfangen. Okay, das ist die Definition von sicher. Dann geht es quasi noch ein Stück sicherer. Uneingeschränkt sicher ist ein Algorithmus, wenn der Klartext auch dann nicht ermittelt werden kann, wenn Chiffretext in beliebigem Umfang vorhanden ist. Und zwar nicht ermittelt werden kann, heißt mit beliebig viel Zeit und beliebig viel Geld. Und wir werden sehen, es gibt bis heute genau einen uneingeschränkt sicheren Algorithmus. Den gibt es, das ist das One-Time-Pad. Das ist so ungefähr der einfachste Algorithmus, den man sich vorstellen kann, ist gleichzeitig auch der sicherste Algorithmus. Werden wir demnächst sehen. Okay. Wichtige Größen sowohl beim Verschlüsseln als auch beim Knacken sind die Berechnungskomplexität, das heißt die Rechenzeit in Abhängigkeit von der Schlüssellänge. Das ist natürlich ganz wichtig. Und zwar, da gibt es auch einen wichtigen Zusammenhang. Und das ist genau der Unterschied zwischen Verschlüsseln oder sagen wir zwischen Entschlüsseln und Knacken. Entschlüsseln ist ja, wenn ich als Empfänger, ich habe den Schlüssel und dann wende ich mein Verfahren an und pack's aus. Oder ich bin ein Angreifer und habe den Schlüssel nicht. Und das Wichtige ist, zwischen diesen beiden Zeiten muss eine ganz große Lücke klaffen. Also mit Schlüssel das Auspacken kostet mich vielleicht 1/100 Sekunde auf dem Computer. Ohne Schlüssel muss es um ein Vielfaches länger dauern. Das heißt idealerweise 1 Million Jahre oder sowas. Okay, also das ist ganz wichtig, die Komplexität von den Algorithmen.
Dann natürlich auch der Speicherplatzbedarf. Es kann ja sein, dass der Algorithmus zum Knacken theoretisch ganz schnell wäre, aber ich wahnsinnig viel Speicher brauchen würde, den ich nie haben werde. Oder die Datenkomplexität, das heißt, ich brauche halt extrem viel Chiffretext, an den ich nie rankommen würde. Also das sind die wichtigen Größen. Okay, Sicherheit von Schlüsseln. Ja, der Aufwand zum Knacken. Nehmen wir diese zwei Beispiele. Das hier ist ein sogenannter Schubschlüssel. Und zwar ist das so ein Schlüssel, der hat da vorne dran so ein Bart. Und diese Zacken, die seien jetzt einmal hier in dem Beispiel, der ist entweder lang oder kurz. Ja? Und dann sehen wir Informatiker natürlich sofort, das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6-Bit-Schlüssel. Ja? 2 hoch 6 ist 64. Das heißt, von diesem Typ Schlüssel gibt es genau 64 Stück. Ja? Also 64 verschiedene. Wie lange brauchen wir zum Knacken von so einem Schloss? Und zwar mit Brute-Force-Angriff. Also wir als Naivlinge, die keine Schlosser sind und keine Ahnung haben, wie man intelligent Schlösser knackt, sondern wir sind dumm, was das betrifft. Wie machen wir das? Naja, wir gehen zum Schlüsseldienst und sagen, bitte stell mir von dem Typ alle 64 Stück her. Ich kaufe die alle. Vielleicht wird der ja da ein bisschen skeptisch werden. Ja, dann müssen sie halt selber diese 64 Schlüssel irgendwie feilen oder fräsen oder sonst was. Ja. Also sie besorgen sich alle 64 Schlüssel und wenn sie die haben, dann gehen sie ran an die Kellertür oder was von dem Haus, wo sie einbrechen wollen und probieren die alle aus. Wie lange brauchen Sie da? Wie lange dauert es? Fünf Minuten. Ja, wenn Sie fleißig üben, vielleicht bloß eine Minute. Ja? Wenn wir jetzt mal annehmen, wir schaffen es in 2 Sekunden einen Schlüssel zu schnappen, reinstecken, ausprobieren und wieder raus. Ich glaube, das ist realistisch. 2 Sekunden, aber da muss man schon geübt sein. 2 Sekunden pro Schlüssel, das heißt 64 mal 2 macht 128 Sekunden. Aber wir brauchen gar nicht 128 Sekunden, sondern bloß die Hälfte. Warum? Genau, im Durchschnitt. Ich meine, es kann ja sein, dass der erste passt oder erst der letzte. Aber dass das erst der letzte ist, ist ziemlich unwahrscheinlich. Im Durchschnitt werden wir nach der Hälfte der Schlüssel erfolgreich sein. Also nach 64 Sekunden, also eine Minute. In einer Minute ist dieses Schloss geknackt. So, die Formel ist ganz einfach. Wir brauchen eine Sekunde pro Schlüssel. Also wir brauchen zwar 2 Sekunden, aber weil wir in der Mitte nach der Hälfte erfolgreich sind, müssen wir die Zahl der Schlüssel mit einer Sekunde multiplizieren. Das heißt, nach einer Minute ist dieses Schloss geknackt. Jetzt schauen wir so einen Schlüssel an. Diese Schlüssel heißen übrigens Sicherheitsschlüssel. Ja, raten Sie mal, warum. Jetzt machen wir natürlich auch eine Annahme. Der hat hier so Kerben. Und zwar, wie viele hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kerben hat er. Und jetzt nehmen wir mal an, jede von diesen Kerben, die werden ja beim Schlüsseldienst so reingefräst, ist diskret und hat 5 verschiedene Tiefen. Ja? Das heißt, wie viele verschiedene Kerben gibt es denn dann? Wie viele Kerben gibt es? Also, sorry, nicht wie viele Kerben, sondern wie viele verschiedene Schlüssel gibt es? Das ist die Frage. Also wie viele Kombinationen von unterschiedlichen Kerbentiefen gibt es? Für die erste Kerbe gibt es 5 Möglichkeiten. Für die zweite auch. Für die dritte auch, bis zur sechsten. Also 5 mal 5 mal und so weiter mal 5. Macht 5 hoch 6. Okay? 5 hoch 6 Möglichkeiten gibt es da, diese Kerben reinzufräsen. So, aber jetzt ist das ja ein Sicherheitsschlüssel. Das heißt, der hat da an der Seite noch so Bohrungen drin. Und zwar an 6 verschiedenen Stellen ist entweder eine Bohrung drin oder keine. Also wieder binär.
Das heißt, jetzt kommen noch 6 Bit dazu. Das heißt, wir haben jetzt 5 hoch 6 mal 2 hoch 6 verschiedene Schlüssel. Und das macht, darum ist das Beispiel so gebastelt, 10 hoch 6. Also von dem Typ Schlüssel gibt es 1 Million verschiedene. So, und jetzt machen wir wieder unseren Brute-Force-Angriff an der Kellertür. Jetzt brauchen wir 1 Million Sekunden. Ja? Und was ist das, 1 Million Sekunden? Ein Jahr hat 3 mal 10 hoch 7 Sekunden. Das heißt 30 Millionen. Also ein 1/30 von einem Jahr. Also sprich 1,5 Wochen. So irgendwie 10 Tage sowas. Ja? Also, das ist der Unterschied zwischen Sicherheitsschloss und Unsicherheitsschloss. Das eine ist in 1 Minute geknackt, das andere in 10 Tagen. Und ich meine, tatsächlich würde ich schon sagen, das kann man schon als Sicherheitsschloss bezeichnen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Einbrecher auffällt, wenn er jetzt 10 Tage und Nächte, also 24 Stunden Tage, an dem Schloss beschäftigt ist, die ist relativ groß. Ja? Andererseits, in Urlaub fahren dürfen Sie da natürlich nie. Ja? Ich meine, wenn Sie jetzt 3 Wochen in Urlaub fahren und der Einbrecher kommt nur nachts, wenn es dunkel ist, dann hat er genug Zeit, dann wird er die Tür öffnen. Und da sieht es auch niemand, da fällt es nicht groß auf, Sie wohnen ein bisschen abseits, also fahren Sie nie 3 Wochen in Urlaub. Das ist einfach nicht gut. Ja? Also, das war die erste Übung zum Thema Rechenzeitkomplexität. Aber wir haben ja gesehen, wichtig ist auch noch Speicherplatzbedarf und Datenkomplexität. Reden wir mal über Speicherplatzbedarf bei dem Schlüssel. Dieser Schlossknacker da, der macht ja den Brute-Force-Angriff. Gell? Das heißt, der braucht 1 Million Schlüssel. Und wenn man da, also ich habe es mal ausgerechnet, wenn irgendwie ein Schlüssel vielleicht 10 Gramm wiegt, und, ah ja, das können wir ja leicht ausrechnen, 10 Gramm, das sind 10 hoch minus 2 Kilogramm, mal 10 hoch 6 Schlüssel, macht 10 hoch 4 Kilogramm, ja? Also 10 Tonnen. 10 Tonnen wiegen diese 1 Million Schlüssel. Das heißt, der muss mit einem richtig ordentlichen LKW ankommen, mit den Schlüsseln drauf. Ja? Na gut, ich meine, jetzt wird er, der hat ja 3 Wochen Zeit, ja? Also 20 Tage, also braucht er bloß 1/20 von den 10 Tonnen. Also es reicht ihm 1/2 Tonne, jeden Tag kommt er mit 1/2 Tonne Schlüssel an. Aber trotzdem, die müssen auch irgendwie transportiert werden und die müssen auch hergestellt werden und so weiter. Also ich glaube, aber Vorsicht, wir reden über den Brute-Force-Angriff. Gell? Bezüglich dem Brute-Force-Angriff ist dieses Schloss sicher. Bezüglich einem super geübten Schlossknacker, das weiß ich nicht, weil in dem Business bin ich nicht drin. Ja? Okay, gut. Ja, und jetzt machen wir dasselbe nochmal für unsere digitale Welt. Weil da sieht es genau gleich aus. Wir reden kurz über DES, Data Encryption Standard. Der DES ist heute nicht mehr in Benutzung, aber als es noch war, waren die Schlüssel 56 Bit lang. Also Sie sehen, das ist nochmal eine andere Baustelle als hier. 56 Bit, das heißt, da gibt es 2 hoch 56 Schlüssel und das ist 7 mal 10 hoch 16. Das geht in eine andere Größenordnung. Aber muss es ja auch. Warum brauchen wir hier eine viel größere Größenordnung? Warum brauchen wir jetzt plötzlich viel größere Zahlen, wenn es an die Informatik geht? Weil wir Maschinen haben, die das so ist es. Weil unser Rechner ja die Schlüssel durchprobieren kann und der wird mehr als einen Schlüssel pro Sekunde schaffen. Ja? So, die beste bekannte Hardware-Implementierung von DES
kann 9 mal 10 hoch 10 Schlüssel pro Sekunde testen. Also sagen wir etwa 10 hoch 11 Schlüssel pro Sekunde. Jetzt müssen wir die Zahl durch 10 hoch 11 teilen und dann kommen wir auf 7 mal 10 hoch 5 Sekunden. Wenn wir es genau ausrechnen, kommen wir auf 3,9 mal 10 hoch 5 Sekunden und das sind etwa 4,5 Tage. Also Sie sehen, mit dieser besten bekannten DES-Hardware ist das Verfahren alles andere als sicher. Nach 4,5 Tagen ist ein DES-Schlüssel geknackt. Und deswegen wird DES heute nicht mehr verwendet. So, aber jetzt gehen wir her und tun unser DES verbessern. Und so ist es auch tatsächlich passiert. Wir nehmen jetzt einen 100-Bit-Schlüssel und rechnen aus, 2 hoch 100 macht 1,3 mal 10 hoch 30. Und wenn wir das jetzt durch diese 10 hoch 11 da teilen, dann kommen wir auf 7 mal 10 hoch 18 Sekunden. Und jetzt nochmal, ein Jahr hat 3 mal 10 hoch 7 Sekunden, also teilen wir das durch 3 mal 10 hoch 7 und dann sind wir bei 2 mal 10 hoch 11 Jahre. Und das ist 20 mal das Alter des Universums. Also mit dem 100-Bit-DES-Schlüssel können wir das getrost als sicher bezeichnen. Ja? Weil 20 Universumsalter hat eigentlich kaum jemand zur Verfügung. Okay, aber wir kommen natürlich locker mit einem Universum zurecht, wenn wir 20 Rechner parallel arbeiten lassen. Aber die hätten natürlich schon am Urknall gestartet werden müssen. Und das ist ein Problem, weil damals gab es noch keine Rechner. Ja? Die Rechner gibt es tatsächlich, ja, das ist ja lächerlich, oder? Also Rechner gibt es seit, sagen wir, 40 Jahren, ja? 50 Jahren. Ja, aber 50 Jahre im Vergleich zum Universumsalter ist natürlich lächerlich. Also jetzt können Sie ausrechnen, wie viele Rechner hätte man gebraucht, wenn man 1960 angefangen hätte. So viele Rechner gibt es bis heute nicht auf dem ganzen Globus. Also, das Wichtige ist, Sie sehen, also was haben wir hier gemacht? Wir haben die Schlüssellänge nicht einmal verdoppelt und kommen in eine ganz andere Größenordnung von Sicherheit. Und wenn wir dann jetzt hergehen und über so hysterische Schlüssellängen wie die 1024 Bit reden, dann sind wir natürlich nochmal in einer anderen Größenordnung. Okay, so sieht übrigens ein 1024-Bit-Schlüssel aus. Okay, und die Schlussfolgerung ist, wir müssen den Schlüsselraum richtig schön groß wählen. Ja? Ach so, eine Sache muss ich noch sagen. Zum Thema Komplexität, Berechnungskomplexität. Sie sehen, weil die Rechenzeit für so einen Brute-Force-Angriff, die wächst exponentiell mit der Schlüssellänge. Im Exponenten steht nämlich die Schlüssellänge. Ja? Schauen Sie, 2 hoch 56, das ist die Zahl der Bits, 2 hoch 100. Rechenzeit zum Knacken beim Brute-Force-Angriff wächst exponentiell mit der Schlüssellänge. Und deswegen nützt mir ein paar Bit längerer Schlüssel, bedeutet sehr viel mehr Sicherheit. Weil jedes zusätzliche Bit verdoppelt den Aufwand für den Angreifer. Ja? Ein Bit mehr heißt doppelter Aufwand für den Angreifer. Okay, ja gut, wunderbar. Also, wir nehmen hier 44 weitere Bits und haben gigantisch viel Sicherheit gewonnen. Aber, wie ist denn das jetzt mit dem Aufwand für denjenigen, der den Schlüssel hat und ganz normal verschlüsselt? Braucht der jetzt auch um einen Faktor 2 hoch 44 länger zum Verschlüsseln? Das wäre natürlich fatal. Und das ist genau der Trick. Die Komplexität fürs Verschlüsseln, die wächst typischerweise nur linear mit der Schlüssellänge. Die Komplexität für den Angriff wächst exponentiell mit der Schlüssellänge. Und deswegen sind die Verfahren sicher. Also weil quasi hier das Verschlüsseln, da haben wir so eine Funktion und für den Brute-Force-Angriff haben wir sowas. Ja? Und weil die so extrem auseinandergehen, das ist die Sicherheit, das ist das Wichtige. Okay, gut.
Ja, genau. Und jetzt zeige ich Ihnen nur das Bild. Das ist ganz wichtig. Kann man das erkennen? Das ist ein bisschen hell hier, oder? Dann machen wir das Licht aus, vielleicht sieht man es dann besser. Das ist ein Foto, das ich aufgenommen habe im Technorama in Winterthur. Wer war schon mal im Technorama? Wer hat die Maschine gesehen? Ja, schade, wenn Sie sie nicht gesehen haben, weil das ist faszinierend. Eine richtig faszinierende Maschine. Und zwar hier an dem einen Ende, Sie sehen da so ein Kabel, und da ist ein Elektromotor. Ja? Und dieser Elektromotor, der dreht sich mit 200 Umdrehungen pro Minute. Also pro Sekunde dreht er sich etwa dreimal. Ja? Und jetzt, also das ist praktisch, hier kommt die Achse raus von dem Motor und da geht es über so ein Zahnrad hier auf diese Spindel. Diese Spindel überträgt an das Zahnrad hier. Das Zahnrad hat da eine Achse, hat da hinten wieder so eine Spindel. Das überträgt wieder ans nächste Zahnrad. Und zwar an jedem, quasi hier, habe ich eine Übersetzung 1 zu 50. Das heißt, diese nächste Achse, die dreht sich um einen Faktor 50 langsamer als die hier. Und die da oben wieder um einen Faktor 50 langsamer. Das heißt, wir kriegen hier einen Faktor 50, da und so weiter. Ja? Und da hinten, hier dieses allerletzte Zahnrädchen hier, das ist hier einbetoniert in den Stein. Das kann sich nie drehen. Aber dieser Motor, der läuft seit der ersten Eröffnung vom Technorama ohne Unterbrechung, volle Pulle. Und der Stein, den hat es noch nie gedreht da hinten. So viel zum Thema große Zahlen, beziehungsweise starke Untersetzung. Moment, jetzt haben wir hier, genau, da unter der Maschine ist noch diese Tafel. 12-stufiges Schneckengetriebe und so weiter. Untersetzung 1 zu 50. Ja? Genau, wir haben nämlich 12 solche Achsen, also 12 Mal haben wir die Untersetzung, das heißt, wir haben eine Untersetzung von 50 hoch 12, 2,4 mal 10 hoch 20. Ja? Und wenn man das jetzt umrechnet, dann sieht man, bis das 12. Zahnrad eine Umdrehung gemacht hätte, müssten 2,3 Billionen Jahre vergehen. Also wenn das Technorama denn einmal 2,3 Billionen Jahre alt ist, dann hat es vorher schon geknackt. Also sagen wir, ich würde sagen, nach einer Hundertstel Umdrehung, da wird es richtig eng für das letzte Zahnrad. Ja? Und weil da ist dann ein Zahn ab. Ja? Hundertstel Umdrehung wären ja dann, was wäre das, 23 Milliarden Jahre. Also das ist natürlich schon kritisch. Nach 23 Milliarden Jahren ist das letzte Zahnrad kaputt. Also da knackt es dann übel. Ja. Aber wir brauchen uns jetzt keine Sorgen machen, wenn Sie jetzt nächstes Jahr gehen oder vielleicht beeilen Sie sich, bevor das Ding kaputt geht, mal das Technorama zu besuchen. Also Sie sehen, ich meine, das ist genau das gleiche Prinzip wie mit unseren Schlüssellängen. Ja. Und Sie sehen, hier, da haben wir überhaupt kein Problem. Ja. Ach so, jetzt gucken wir gerade nochmal. Also wenn die Maschine nur 6 Zahnräder hätte zum Beispiel, ja gut, ich meine, dann, vor allem ist das ja eine ganze Umdrehung. Bei 6 Zahnrädern 148 Jahre, ein Hundertstel wären 1,5 Jahre, das heißt, mit 6 Zahnrädern wäre die Maschine schon kaputt. Und da sehen Sie den Unterschied von 6 zu 12 Zahnrädern. Wir verdoppeln die Zahl der Zahnräder, aber hier haben wir etwas mehr als das Doppelte von dem. Also ich glaube, das kann man fast schon körperlich spüren, was das jetzt an Sicherheit bedeutet. Allerdings, wenn man vor der Maschine steht, Sie müssen, ich hätte ein Video drehen müssen, sorry, ich habe nur ein Foto gemacht. Wenn man vor der Maschine steht, dann erfährt man es natürlich noch deutlicher, weil die, da vorne sieht man, das dreht sich richtig flott, diese Räder hier vorne. Ja? Und hier sieht man nicht viel von drehen da hinten. Ja? Also man sieht schon irgendwie ab hier irgendwo, sieht man nichts mehr drehen.
Okay, so gut, also damit haben wir jetzt dieses einführende Kapitel abgeschlossen und ich glaube, Sie wissen jetzt so ganz grob, um was es gehen wird im Folgenden. Ja, gut. Wir starten jetzt mit den klassischen Chiffren. Klassische Chiffren heißt, ach, das ist ein bisschen Geschichtsunterricht, die Geschichte der Kryptographie. Warum machen wir das? Naja, weil wir mit dem Einfachen anfangen wollen und nicht mit dem Kompliziertesten. Ja? Und es ist irgendwie logisch, dass halt früher die einfachen Sachen gemacht wurden. Ja? Okay, gut, wir steigen einfach mal ein. Jetzt kommen schon wieder ein paar Definitionen, aber es sind nicht viele. Ja? Die verschiedenen Arten von Chiffren. Wir haben erst einmal Transpositionschiffren und Substitutionschiffren. Ja? Bei der Transpositionschiffre, da habe ich einen Klartext und ich vertausche einfach die Positionen der Buchstaben. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Otto nehmen, dann würde das zum Beispiel abgebildet werden auf T-O-T-O. Ja? Das heißt, die Buchstaben bleiben alle gleich, nur die Position verändert sich. Bei der Substitutionschiffre, ah, da würde ich zum Beispiel das O durch X ersetzen und das T durch A. Dann hätten wir sowas. Okay, und zwar diese beiden Chiffren, die wir da jetzt angeschaut haben, das sind, bei der Substitutionschiffre, da unterscheiden wir zwischen monoalphabetischen und polyalphabetischen. Das hier ist jetzt monoalphabetisch, weil das O wird auf X verschlüsselt und das zweite O wird auch auf X verschlüsselt. Wir hätten jetzt eine polyalphabetische Chiffre, wenn wir das zum Beispiel in X, A, U, M übersetzen könnten. Und das ist natürlich interessant. Das heißt, ich kann jetzt, und wenn hier jetzt zum Beispiel, hier zum Beispiel könnte so aussehen. XA, XM. Und ich kann nicht darauf schließen, dass die beiden Vorkommen von dem X zum gleichen Klartextbuchstaben gehören. Also da wird es richtig interessant, wenn ich dann eine polyalphabetische Chiffre habe. Ich meine, man darf sich natürlich fragen, wie kann das überhaupt noch invertierbar sein? Ja? Das werden wir dann sehen. Oder vielleicht jetzt schon vorab. Beim Verschlüsseln habe ich ja immer zwei Inputs. Ich habe den Klartext und den Schlüssel. Ja? Und wenn wir jetzt eben verschiedene Schlüssel haben, dann können wir sehr wohl sowas erreichen. Ah, hallo. Okay, also wir waren stehen geblieben bei monoalphabetisch und polyalphabetisch. Ja? Und wir haben gesehen, bei dem polyalphabetisch, das ist natürlich ein wesentlich sichereres Verfahren. Wenn wir jetzt zum Beispiel das natürliche Alphabet nehmen, also A bis Z, 26 Buchstaben, dann kann man relativ leicht ausrechnen, dass es über diesem Alphabet genau 26 Fakultät monoalphabetische Chiffren gibt. Also das ist eine ganze Menge. Überlegen wir uns das vielleicht auch noch kurz an der Tafel. Also, wir bauen ja jetzt eine Chiffre. Und eine Chiffre ist eine Abbildung von Klartext auf Chiffretext. Aber nicht eine beliebige Abbildung, sondern, wir haben es heute schon mal gesagt, welche Eigenschaften muss die Abbildung immer haben? Ja, sie muss invertierbar sein. Ja? Okay. Jetzt die Frage ist für das A, wie viele Möglichkeiten haben wir denn da? Das A wird auf irgendeinen Buchstaben abgebildet. Ja, ist klar, wir haben 26 Möglichkeiten für das A.
Wir können alles auswählen, von A bis Z. Jetzt haben wir für das B, wie viele Möglichkeiten haben wir denn da als Bild? 25. Genau. Wir haben nur noch 25 Möglichkeiten. Warum? Weil das A ist schon vergeben. So ist es. A ist schon vergeben und hier dürfen wir nicht den gleichen verwenden. Und für das C haben wir dann 24 und so weiter. Für das Z haben wir nur noch eine Möglichkeit. Und jetzt ist es natürlich so, dass egal was ich gewählt habe fürs A, fürs B habe ich immer 25 Möglichkeiten. Das heißt, hier haben wir einen Malpunkt dazwischen und da auch und so weiter. Die multiplizieren sich alle, also 26 Fakultät. Ja? Damit ist übrigens schon eine Ihrer Übungsaufgaben gelöst. Da ist die Frage zu einem Alphabet mit N Zeichen, wie viele monoalphabetische Chiffren gibt es da? Ja, N Fakultät. Interessantere Frage ist dann, wie viele polyalphabetische gibt es? Die beantworte ich jetzt hier noch nicht. Ja, genau, auch hier ist noch ganz interessant. Wenn ich jetzt Binärdateien verschlüsseln will, dann hat das Alphabet genau zwei Zeichen. Ja? Ja klar, 0 und 1. Wie viele monoalphabetische Chiffren für Binärdateien gibt es? Ja genau zwei, nämlich zwei Fakultät. Zwei Fakultät ist zwei. Welche zwei sind denn das? Ja, das ist die Identität, die nichts verändert, und die Inversion, also 1 auf 0 und 0 auf 1. Das sind die einzigen monoalphabetischen Chiffren für Binärdateien. Also daran merken Sie schon, monoalphabetische Chiffren auf Binärdateien, das ist irgendwie nichts Gutes. Ja? Ja, und damit sind wir, ich glaube, bei der nächsten Folie, haben wir das schon definiert? Das haben wir beim letzten Mal schon gehabt, Stromchiffren und Blockchiffren, oder? Eine Stromchiffre ist eine Chiffre, bei der Zeichen für Zeichen verschlüsselt wird, okay? Eine Blockchiffre ist eine, bei der nehmen wir einfach Blöcke von Bits und verschlüsseln den ganzen Block auf einmal. Und da wird es jetzt wieder interessant, weil wenn wir jetzt über eine binäre Stromchiffre reden, und genau das haben wir gerade eben gemacht, also eine binäre monoalphabetische Stromchiffre, und da gibt es genau zwei Stück. Es gibt genau zwei binäre monoalphabetische Stromchiffren. Das heißt, wir müssen jetzt irgendeinen von den drei Begriffen aufgeben, damit es interessant wird. Ja? Und ich gebe mal den mit der Stromchiffre auf. Schauen Sie, bei der binären Stromchiffre, da haben wir ja, da verschlüsseln wir unsere Bitfolge. Da verschlüsseln wir die Bitfolge Zeichen für Zeichen. Und wenn das noch monoalphabetisch sein soll, dann ist es langweilig. Weil es gibt halt nur zwei Möglichkeiten für die 1 und für die 0. Wenn wir jetzt aber hergehen und sagen, wir nehmen eine Blockchiffre und nehmen Blöcke von 2, 4, 6, 7 Bit zum Beispiel. Wir bleiben bei binär und monoalphabetisch. Aber wir erlauben größere Blöcke. Wie schaut es denn jetzt aus? Wie viele Chiffren gibt es bei 7 Bit Blöcken? Das wäre mir zu wenig. Also es gibt 128 7-Bit-Blöcke, das ist richtig. Aber das war nicht meine Frage. Meine Frage war, wie viele Chiffren auf 7-Bit-Blöcken gibt es? Naja, und das sind 128 Fakultät. Warum?
Das ist ja jetzt unser Alphabet. Diese Blöcke sind unser Alphabet. Wir haben ja 128 verschiedene Blöcke, also hat unser Alphabet die Größe 128 und vorhin haben wir gesehen, n Fakultät ist es. Also, beziehungsweise 2 hoch 7 Fakultät, das ist es, was wir haben. Ja? Okay, so. Gut. Ja, jetzt fangen wir mal konkret an. Also jetzt zeige ich Ihnen die ersten ganz einfachen Chiffren. Wir starten mit Verschiebechiffren. Oft sind die auch bekannt unter dem Namen Cäsar-Chiffre, weil der Julius Cäsar hat solche Chiffren verwendet. Und zwar hat er natürlich noch kein Internet gehabt, sondern der hat es natürlich militärisch gebraucht. Wenn der zum Beispiel von Rom aus irgendeine Armee befehligt hat und er hat einen Befehl rausgegeben an seine Soldaten und dann hat ein Bote, der da mit dem Pferd hingeritten ist, diese Nachricht überbringen müssen. Und falls die jetzt der Bote irgendwie vom Feind geschnappt wird, dann soll der Feind keine Möglichkeit haben, an die Botschaft ranzukommen. Das heißt, der Bote weiß die Botschaft überhaupt nicht, der kriegt einen Zettel und auf dem Zettel steht eine verschlüsselte Nachricht drauf. Und der Cäsar hat ja auch noch keinen Computer gehabt, das heißt, das musste eine einfache Formel sein. Und was der gemacht hat, ist, der hat einfach immer Verschiebechiffre. Der hat jeden Buchstaben in dem Klartext einfach um 3 Positionen im Alphabet nach rechts verschoben. Also aus A wird D, aus B wird E, also A auf D, B auf E, C auf F, D auf G und so weiter. Das ist einfach, so etwas nennt man eine Verschiebechiffre. Interessant wird es natürlich dann am Ende vom Alphabet, W geht auf Z, X dann wieder auf A, ist klar, weil A, B und C haben wir ja noch übrig. Also das geht zyklisch einfach rum. So, Verschiebechiffre, wie schaut die Formel aus für die Verschiebechiffre? Naja, die haben wir jetzt hier stehen. Wenn wir ein Klartextzeichen Z haben, dann, also, und zwar Z ist jetzt die Nummer von dem Zeichen. Wir nummerieren unsere Buchstaben von 0 bis n-1, also im Alphabet hätten wir dann die Nummer 0 bis 25. Und jetzt rechnen wir die Nummer von dem Buchstaben plus K, das K war beim, das ist der Schlüssel, K wie Key. Beim Cäsar war K gleich 3. Also ich nehme Buchstabennummer plus K modulo N. N ist hier 26, ist die Alphabetsgröße. Also probieren wir doch mal was. Wir bilden jetzt das A ab. Also dann haben wir 0 plus 3 modulo 26 ist gleich 3. Also A wird auf D abgebildet. Das ist irgendwie ziemlich langweilig, vor allem fragt man sich, was das Modulo soll. Aber das ist Ihnen klar, oder? Warum braucht man das Modulo? Weil wir eine endliche Zahl haben. Es geht nicht weiter als 26. Genau, so ist es. Weil wenn wir jetzt 25 hätten, plus 3 macht 28 und das ist kein Buchstabe mehr. Modulo sorgt dafür, dass wir immer in dem Bereich 0 bis 25 bleiben. Und Sie haben es ja vorhin gesehen, wenn man dann, was haben wir, Z ist 26, Y ist 25. Wenn wir jetzt zum Beispiel Y nehmen, das wäre 25 plus 3 gibt 28, das geht nicht mehr. Modulo 26 ist 2. Das heißt, Y wird auf C abgebildet. Ja? Oder? Ist das richtig? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Y. Ah, ne, sorry, das ist falsch. Y ist 24. Weil Z ist 25. Wir fangen ja bei 0 an. 24 plus 3 macht 27. Modulo 26 ist 1. Und dann ist das das B. Ja. Okay, also diese modulare Arithmetik.
Die ist ganz wichtig, weil wir immer einen endlichen Zeichenvorrat haben. Ja? So, das heißt, und jetzt kommen wir in eine ganz neue mathematische Welt rein. Das ist was, das Sie vermutlich bis jetzt in der Mathematik noch nicht kennengelernt haben, weil unsere Zahlenmengen, auf denen wir arbeiten, sind alle unendlich. Natürliche Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen, reelle Zahlen, komplexe Zahlen, erst recht, wenn es in Vektorräume geht, alles unendlich. Gehen wir mal zurück in die erste Klasse in der Schule. Da war die Welt eigentlich nur endlich. Da geht's los, ja, jetzt rechnen wir mal bis zum Zehner. Da haben wir nur 10 Zahlen. Das ist doch easy noch. Ja? Kleines 1x1 und aber gar nicht so easy, das kleine 1x1. Warum denn? Ha, da können wir schon rechnen bis zum Zehner. Aber 3x4 ist 12. Scheiße. Ja, also von wegen rechnen bis zum Zehner. Ich weiß nicht, wie die Lehrer da in der Schule das irgendwie, aber die wenden da irgendwelche Tricks an. Aber ich meine, das Gute ist ja, die Gehirne in den Schülern, die sind einfach cool drauf, die checken das dann schon, wenn es über den Zehner rausgeht. Ja. Also von wegen endliche Zahlenmenge, das Rechnen in der Schule, so wie sie es gelernt haben, und zwar in der ersten Klasse, funktioniert nur, weil wir eine unendliche Zahlenmenge haben. Ja? Weil wir immer, ich meine, dann wird bis zum Hunderter gerechnet. Naja, aber wenn man bis zum Hunderter rechnet, dann muss man eigentlich schon bis zu 10.000 rechnen können, weil 100 mal 100 ist 10.000. Ja? Also sobald wir multiplizieren, beim Addieren, naja, ist es auch nicht so trivial, weil 10 plus 10 gibt 20, also ist auch schon größer als 10. Wenn, stellen Sie sich vor, wir schneiden da irgendwo ab, dann ist es kaputt. Ja, dann ist es kaputt. Sprich, was heißt denn kaputt, um jetzt ein bisschen mathematischer zu werden? Mathematische Operationen oder Zahlenmengen müssen abgeschlossen sein bezüglich den Operationen. Das heißt, wenn ich eine Operation auf meiner Zahlenmenge anwende, dann muss das Ergebnis in der Zahlenmenge drin bleiben, weil sonst habe ich ein Problem. Sonst habe ich einfach ein Problem. Sonst kommen undefinierte Ergebnisse raus. Ja? So. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir machen Kryptographie auf unendlichen Mengen. Aber das weiß ich nicht, wie es gehen soll, weil wir nämlich solche Computer haben. Ja? Und erzählen Sie mir mal, wie ich auf einer unendlichen Zahlenmenge mit einem Computer rechnen soll. Wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen Computer gesehen, der auf unendlichen Zahlenmengen rechnen kann. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, aber ich habe ja Float und Double und so weiter. Aber das sind immer nur endliche Zahlenmengen. Alles endlich. Ja? Ich meine, da gibt es ein Max-Int, ein Max-Real oder Float oder... Da gibt es eine maximale Zahl, da gibt es eine minimale Zahl, da gibt es eine endliche Genauigkeit. Wir haben immer endliche Zahlenmengen. Und okay, jetzt werden Sie sagen, ja, aber wenn ich auf den Floats rechne, da gelten alle Rechenregeln für reelle Zahlen. Nö, niemals, überhaupt nicht. Das Rechnen auf den Floats ist eine Riesenschweinerei. Ja? Das ist eine Riesenschweinerei und da können die übelsten Dinge passieren. Da gilt nicht einmal das Assoziativgesetz. Ja? Vielleicht erlauben Sie mir das Beispiel gerade noch. Assoziativgesetz, wer weiß, was das heißt? Wer weiß das? Nein, das ist das Kommutativgesetz. Assoziativgesetz ist ganz leicht zu merken. Sie dürfen Klammern setzen, wie Sie wollen. Ja? Also, sprich, A mal B mal C, so geklammert, ist das gleiche wie A mal B mal C. Wenn Sie in irgendeiner Programmiersprache mit Gleitpunktzahlen programmieren,
dann gilt dieses Gesetz nicht. Ja? Und zwar, wie müssen wir es denn machen? Wir müssen gar nicht einmal multiplizieren, es reicht schon, wenn wir addieren. So. Und zwar, wir nehmen die Zahlen 1 plus 10 hoch 100 minus 10 hoch 100. Okay, wenn wir das so ausrechnen, kommt raus, ist gleich 1. Wenn wir das Gleiche so ausrechnen, 1 plus 10 hoch 100 minus 10 hoch 100, kommt raus, 0. Ist klar, oder? Ach so, 10 hoch 100, gut, das nehmen wir mal an, das kann mein Rechner noch. Wir können auch bloß 10 hoch, wir können auch 10 hoch 30 nehmen. Das ist kein Problem, das können Sie in jeder Programmiersprache. Nehmen wir 10 hoch 30. Kommt das Gleiche raus. Die Frage ist ja, warum kommt jetzt hier 0 raus? Das richtige Ergebnis ist 1, da sind wir uns einig. Warum kommt hier 0 raus? Weil Ihre Double Precision keine 30 Stellen hat. Was ist denn das für ein Ergebnis? Die Zahl heißt 1 und jetzt 10 hoch 30 sind 30 Nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Das ist das Ergebnis von der Addition, okay? Aber darstellen können Sie vielleicht mit Double 20 stellen. Und der Rest wird abgeschnitten. Und das ist genau die Schweinerei, die passiert. Das ist die Schweinerei, die passiert, wenn Sie mit Gleitpunktzahlen auf dem Computer arbeiten. Das ist nicht weiter schlimm. Sie werden sagen, ha, da in der 30. Stelle hinterm Komma, das ist doch uninteressant. Das interessiert niemand. Die Genauigkeit interessiert mich nicht. Stimmt. Wenn ich Numerik mache, interessiert mich das nicht. Wenn ich aber Kryptographie mache, darf sowas nicht passieren. Warum darf das nicht passieren? So ist es. Die Funktion ist nicht mehr injektiv und damit nicht mehr invertierbar und ich habe die ganzen Schweinereien. Ja? Also wir brauchen eine andere Mathematik. Wir brauchen eine Mathematik, die nicht zwingend unendliche Mengen voraussetzt. Und das machen wir hier jetzt. Ja? Wir machen modulare Arithmetik. Und das ist natürlich richtig cool. Ich kann ein beliebiges n nehmen. Meine Zahlenmenge kann 2 Zahlen haben, die kann 100 Zahlen haben, 1 Million, wie es uns gerade passt. Ja? Okay, das ist ein Vorteil von dieser Modulo-Operation. Wir könnten auch andere Tricks verwenden, um in der Menge zu bleiben. Aber das Modulo macht was ganz Cooles. Das Modulo ist wie so ein, wie ein Fleischwolf. Ein Fleischwolf, der zerhackt alles, was reinkommt, total übel. Ja? Und die Modulo-Operation, die hackt auch. Ja? Vielleicht schauen wir uns mal den Graphen der Modulo-Operation an. Wenn wir nach rechts x auftragen und nach oben tragen wir auf x modulo n. Ja?
Naja, dann wächst es erst einmal linear, fällt hier runter auf 0. Das gibt so einen Sägezahn. Und zwar immer bei n haben wir immer 0. N, 2n und so weiter. Und das ist eben interessant, diese Hack-Operation. Davon werden wir noch stark profitieren. Darauf basiert natürlich auch die Sicherheit von vielen Algorithmen. Viele Algorithmen, wenn man sie genau das gleiche, genau die gleiche Formel ohne Modulo nimmt, ist sie total langweilig und unsicher. Wenn ich sie mit Modulo nehme, wird es plötzlich sicher. So, deswegen machen wir jetzt modulare Arithmetik. Und das bedeutet, und da würde ich Sie jetzt bitten, vertiefen Sie sich einmal ein bisschen in den mathematischen Anhang rein. Wir werden das alles hier in der Vorlesung machen, aber Sie wissen, wie das ist mit Mathematik. Mathematik hat man nicht verstanden mit einmal hören, sondern das muss man sich öfters anschauen, da muss man Übungsaufgaben machen dazu und so weiter. Und Sie können ab sofort anfangen, in dem Anhang zu lesen und vor allem natürlich die Übungsaufgaben dazu zu machen. Okay, gut, damit sind wir fertig für heute. Danke.